Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sonntagsvideo auf meinem Kanal All About Classic Shaving. Es ist mal wieder Sonntag und ich habe wie immer tolle neue Produkte mitgebracht. Tolle neue Produkte, naja, ich war ja einige Zeit jetzt hier nicht präsent auf YouTube, wie einige mitbekommen haben. Es hat nicht so ganz gepasst, deswegen ging es einige Zeit nicht. Jetzt hatte ich mal wieder Lust, habe auch ein tolles Feedback unter meinen Videos bekommen, dass ich mal wieder Videos machen soll. Da habe ich mir gedacht, mein Barthaar wächst ja ständig, könntest du auch mal wieder ein Video machen, ich hatte auch mal wieder Lust gehabt. In dem Zusammenhang habe ich in meine Kiste gegriffen, ich habe verschiedene Kisten, in der einen Kiste sind ganze Tuben drin, also was Proben sind, in der anderen Kiste sind so kleine Pröbchen oder Fläschchen drin und heute habe ich mir mal eine Tube geschnappt, das ist eigentlich das eigentliche neue Produkt im heutigen Video, das soll der Bogenkratter hin sein, was ich heute vorstellen möchte, womit ich mich heute rasieren werde. So, was wird es denn heute geben? Ich fange einfach mal bei dem Produkt an. Ich muss sagen, ich habe jetzt wirklich nicht recherchiert. Das ist eine Rasiercreme Capo, steht da drauf. Ich meine, schreibt was in die Kommentare, wenn es anders ist. Die kommt aus Ägypten, die habe ich mal auch hier als Probe. Ist da unten vielleicht noch für 2-3 Mal Rasiercreme drin. Die habe ich geschickt und geschenkt bekommen. Vielen Dank an der Stelle. Die ist schon ein bisschen älter, weil ich kam vorher nicht dazu. Und das ist das eigentliche neue Produkt heute im Video. Alle anderen Produkte sollten schon dran gewesen sein, aber ich habe gedacht, die passen heute gut oder da habe ich Lust drauf. Das ist die Auswahl heute. Aber Capo. Capo, wie riecht denn Capo? Ich muss mal gerade dran schnuppern. Hat einen tollen Geruch, für mich so einen sportlich frischen Geruch. Fast so ein bisschen wie diese Balea Rasiercreme, also so, was ich noch davon in Erinnerung habe. Ist hier unten, die ist weiß, eine weiße Creme. Ja. Riecht sehr, ich sag mal, sehr standardmäßig, was ich jetzt gar nicht negativ meine. Also es ist ein ganz milder, ganz softer Duft, eigentlich meine Richtung. So, Capo Rasiercreme, ach hier unten steht noch Capo Classic. Ich weiß auch nicht, ob es Capo Lime und Capo, was weiß ich was gibt, aber das ist Capo Classic. Ich bleib mal oben im Regal, auf was hatte ich da auch mal wieder Lust gehabt, hier von Spike Man, das Aftershave. Mit vitalisierender Zaubernuss steht da drauf. Das finde ich auch toll, das Zeug. Aber ja, naja, das riecht schon so ein bisschen, old-fashioned. Also, ich stehe auf old-fashioned, aber das ist ein bisschen aufdringlicher jetzt. Also, die Rasiercreme riecht sehr, sehr mild. Ich finde das toll. Also, Spike Man Aftershave Lotion mit vitalisierender Zaubernuss. So, jetzt aber auch was, wo hatte ich mal wieder Lust drauf gehabt, was habe ich auch im Schrank gefunden? Ich habe hier noch ein Rasieröl, Balea Man Rasieröl. Ich bin mir sogar eigentlich, war jetzt relativ lange nicht mehr in der DM gewesen, das könnte sogar sein, dass es das gar nicht mehr gibt. Aber ich habe es noch, da ist noch was drin, da steht sogar, das habe ich vorhin mal bewundert, da steht sogar ein Haltbarkeitsdatum drauf, also 03/21. Hier ist es schon abgelaufen, bei mir läuft sowas nicht ab, also es riecht immer noch nach dem Öl und was soll da passieren? Es kommt nachher in das nasse Barthaar rein, also quasi noch vor der Rasiercreme, damit das Öl die Haut noch mehr schützt und das noch besser kleidet. Also, Balea Man Rasieröl. Was haben wir denn sonst noch? Hier, da hatte ich auch mal wieder Lust drauf. Hier von Paul H. Der die Wet Shaver für mich. Sein Rasierpinsel. Das ist ein synthetischer Pinsel. Wie heißt der denn? Das weiß ich gerade gar nicht so genau. Ist oben ein ganz weicher Knoten drauf. Natürlich synthetisch. Sieht für mich toll aus. Schwarze Haare mit oben so einen ganz soften, weichen, Spitzen. Unten ein schöner Griff. Liegt gut in der Hand. Und genau, unten steht halt Paul H. Diaz Cosmetics. Also da ist er her. Tolles Teil. Was habe ich denn sonst noch hier? Auch Klassik. Den King C. Gillette Rasierer, der Rubel. Den gibt es ja mittlerweile überall. Der wird ja auch im Fernsehen Werbung gemacht. Am Anfang war der nur bei in Amerika bei Walgreens zu kriegen. Da wollte ich sogar erst einen in den Staaten bestellen. Habe gedacht, boah, bestellst du den jetzt? Ähnlich damals wie der Gillette Heritage. Den hatte ich ja damals bei Amazon.com bestellt, habe den auch bekommen, den gibt es heute ja nicht mehr. Ich dachte erst, das wäre auch so ein seltenes Exemplar, aber hat sich ja zum Massenprodukt entpuppt. Was aber jetzt erstmal nicht negativ ist, also gibt es auch in jeder DM und eigentlich überall zu kaufen. Ist für mich ein toller Rasierer, liegt schön in der Hand, ist auch stylisch und für einen 10er oder für 15 Euro, da kannst du nichts kaputt machen und ist auch ein tolles Teil. Hier vorne, da ist übereinander, hier ist nur ein bisschen überbelichtet, natürlich KCG. Also King C. Gillette,
Und ist natürlich auch ein geschlossener Kamm. Ich liebe ja geschlossene Kämme, offene Kämme sind nichts für mich. Das ist er. Liegt gut in der Hand, den wird es heute geben. Natürlich brauche ich einen Tiegel, wo ich die Creme drin aufschlage. Mein Erbe-Tiegel ist, glaube ich, aus der Müller-Drogerie oder ganz sicher aus der Müller-Drogerie von der Nordsee. Tolles Teil wird heute kommen. So, 5 Minuten Vorrede, das sieht doch gut aus. Was werden wir denn jetzt machen? Einmal das Barthaar. Ich glaube, ich habe mich 1 oder 2 Tage nicht rasiert. Jetzt werde ich einmal das Barthaar anfeuchten, dann kommt das Öl rein, haben wir die Creme aufgeschlagen und dann geht es 3 Durchgänge durch. So, lasst uns starten. Erster Durchgang, Gesicht anfeuchten. Beim Anfeuchten reicht es wirklich, dass ein bisschen die nasse Hand im Gesicht gerieben wird. Das ist schon absolut ausreichend. Es ist nur, dass ein bisschen Feuchtigkeit auf der Haut ist. So, was machen wir jetzt? Die Capo, ach nee, nix Capo. Erstmal Rasieröl. Rasieröl, Balea Man. Muss man nichts schütteln, da gibt es nichts zum Schütteln. Das ist ein Öl. Einfach so ein paar Tropfen hier in die Hand. Das riecht toll. Das riecht für mich total wie frisch geduscht. Einfach so ein bisschen gegen den Strich reiben, mit dem Strich. Das ist auf der Haut und im Barthaar des Öles. Jetzt muss ich mir nur einmal die Hände waschen, auch mit Seife, damit das Öl von der Hand unten ist, weil es wird ein bisschen klitschig mit dem Hobel. Sieht auch schon gut aus. Bin wieder voll im Videomodus. Jetzt habe ich echt so lange keine gemacht. Ich glaube 2, 3 Monate. Ich bin ja richtig auf Entzug. So, also Capo. Capo Classic Rasiercreme. Machen wir jetzt so ein, wie man immer sagt, so ein haselnussgroßes Ding in den Tiegel. So, sieht man das? Voll mal lang. Es hat auch so ein. Die Creme hat so einen Perlmutt-Glanz, wie viele Rasiercreme. Das hat man eigentlich auch diese Balea-Creme, also so ein bisschen wie so eine Perle. Sieht ganz schön aus. So, jetzt der Pinsel. Auch wenn es ein synthetischer Pinsel ist, da wir ja ein bisschen Wasser brauchen zum Aufschlagen. Also die reine Creme langt nicht, einfach den Pinsel kurz unter dem Wasser abspülen, damit aufgeschlagen. So, ich schalte ihn ja wie immer hier so. Und los geht's. So, aber sonst alles klar bei euch. Geht's euch gut? Corona gibt's immer noch. Das ist ja echt verrückt, gell? Also, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ja jetzt schon das 2. Jahr. Oder wir haben schon 2 Jahre hinter uns. Ist doch echt verrückt. Also ich denke, irgendwann wird's gut werden. Oh Gott, ist das gerade hier flüssig. Ich glaube, ich hatte zu viel Wasser für die wenige Creme. Wir werden sehen. Nee, ich hoffe, dass Corona irgendwann mal irgendwie besser wird oder dass wir in irgendeinen Zustand kommen, dass man sagt, wir haben es im Griff. Ich meine, wir haben ja gerade Fallzahlen, die sind ja astronomisch, da müssen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Aber gut. So ist es aber für euch alle. Alles Gute, gell? Werdet gesund, bleibt gesund. Passt auf euch auf. Passiert euch immer schön. Sieht doch schon gut aus, aber ich hatte, glaube ich, wirklich zu viel Wasser. Ich habe hier ein bisschen im Waschbecken rumgesaut. Das ist eine ganz schön flüssige Angelegenheit. Vielleicht muss ich einfach ein bisschen mehr schäumen. Aber mal gucken. Irgendwas erinnert mich die Rasierseife. Das ist wirklich so ein ganz softer, klassischer Geruch. Fast wie so eine BB-Creme-Seife.
fühlt sich cool an. Wisst ihr noch was? Die riecht so ein bisschen nach Sonnencreme. Aber ich finde, die riecht nach Sonnencreme. Jetzt habe ich den Geruch gefunden. Es könnte... Ich war früher als Jugendlicher oftmals Skifahren und da hatte ich auch so eine Sonnencreme. Ich weiß noch nicht mehr, wie sie gehießen hat. Und die könnte so gerochen haben. Ich suche jetzt noch den Zusammenhang in meinem Gehirn. So, die Rasiercreme ist drauf. Ist ein bisschen dünner, aber ist okay. Hält. Und... riecht nach leichter Sonnencreme. Darunter ist Öl. Ich würde sagen, wir starten einmal den Rasierer anwärmen. Das ist der, was mir gerade auffällt, weil sie oben liegt. Ich habe noch gar nicht gesagt, was ich für eine Klinge drin habe. Das wird jetzt kurz eingeschoben. Habe ich denn für eine Klinge? Da habe ich auch noch so ein Sample oder habe ich noch ganz viele Samples. Und das ist eine rote Astor. Astor, genau. Die ist heute drin. Ich weiß nicht, was es für eine ist. Die habe ich mal willkürlich genommen. Die wird jetzt kommen. Also einmal die Astor-Klinge im King G-Sit. Gott, ich habe heute einen Sprachfehler. Ich muss erst mal wieder ins Rasierquatschen reinkommen. Nein, es geht schnell. So, erst der Durchgang mit dem Strich. Total soft. Rasiercreme oder Radierer finde ich ja dahingehend toll, wenn man die abspült, bleibt unten gar nichts drin hängen. Also hier in dieser Schaumkante, unten lässt man das Wasser reinlaufen, dann läuft alles raus. Gerade auch hier mit so einem Rasieröl drunter, also es rutscht super gut. Auch hier, wie ich das immer sage, hört ihr dieses... helle Schwingen, das ist so ein ganz harter Schnitt. Also ich höre das schon, ich weiß, das ist ein bisschen komisch, was ich jetzt sage, aber ich höre das schon am Schwingen der Klinge, ob die scharf ist oder ob die nicht scharf ist. Natürlich hier unter der Lippe rasiere ich immer nur gegen den Strich, da gibt es nicht quer zum Strich und gegen den Strich. So, aber der erste Durchgang ist gemacht. Wie ihr seht, da ist keine Blutung, kein Spot, also sieht wirklich toll aus, fühlt sich toll an. Das ist bestimmt auch die Kombi, auch das Öl drunter ist. Sehr gut, jetzt spüle ich einmal kurz ab und dann kommt die nächste Ladung drauf. So, da ich ja das Öl noch drauf behalten will, ich habe jetzt einmal nur leicht abgespült. Zweiter Durchgang. Das sieht doch ganz toll aus. So. Der Schaum, der ist zwar ein bisschen dünner, aber für mich absolut ausreichend. Das sind so 1-2 mm, so ganz dünner Schaum, der fühlt sich aber schön kühl und feucht an. Also liegt ganz toll auf der Haut und auch, weil es Öl drunter ist, aber bestimmt auch an sich super Gleiteigenschaften, also ganz toll wirklich. Zweiter Durchgang quer zum Strich bei mir von der Nase zum Ohr, also nach hinten gezogen. Man kann es auch andersrum machen, das ist bei mir die bessere Wuchsrichtung. Los geht's. Hört ihr dieses helle Charme? Ganz toll.
löst sich wirklich ganz toll auf, da ist nichts mehr drunter. Ich finde ja wirklich hier den Hobel eine Empfehlung. Ich werde ja oftmals gefragt, hier, was für ein Hobel ist denn toll, was nimmst du, ein offen geschlossener Kamm, was für eine Marke, kannst du einen Hobel hier für einen 10er kaufen, kannst du aber auch irgendwie 500 Euro ausgeben. Ich glaube, da sind schon Unterschiede, auch große Unterschiede dazwischen, aber der ist schon wirklich super. Also jeder, der mal anfangen will und will was testen will, für mich ist das, für mich muss ein Hobel mild und gründlich sein. Das erfüllt er und auch hier am Rande ganz toll. Also es sollte quasi die Antwort auf die Frage sein, mit was für einem Hobel kann ich denn mal anfangen, wenn ich mich rasieren will. Den zum Beispiel, da gibt es aber zig andere, da könnt ihr auch einen anderen nehmen. Ich finde halt immer so Metallrasierer wie jetzt auch der, und es gibt ja auch von Wilkinson diesen klassischen Metallrasierer, der ist mit so einem Butterfly, mit so einer Butterfly-Öffnung, der ist auch super. Das ist halt hier einer zum Schrauben, der ist auch gut. Also für mich so in diesem Segment sind die alle super. Also ich sehe da keine riesen Unterschiede. Klar, man kann da aus allem viel Zauber machen und noch das letzte Gramm irgendwie rausholen, aber wäre es schon wirklich toll. Also klar, was ich auch schon mal gesagt habe hier, dass ich will jetzt gar keinen Vergleich ziehen, wie zum Beispiel hier der Rockwell 6S, was ja so, ich sag mal, mein Daily Driver ist, der wo Gründlichkeit und Genauigkeit für mich persönlich wirklich super ist. Aber da würde ich sagen, klar, der ist einen Tacken besser wie der hier, kostet aber das 15-fache oder das 10-fache. Und da ist halt immer die Frage, ist diese um den Faktor 10 irgendwas mal genommen oder was auch immer, ist es diesen mehr auf oder diesen Mehrgewinn an irgendwas gerechtfertigt? Das muss halt jeder selber wissen. Aber also Punkt, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr mal was Einfaches testen wollt, kauft euch doch so ein Ding und dann viel mehr Wissenschaft muss man da, glaube ich, gar nicht raus machen. Die Creme wird als cremige. Ich hätte vielleicht einfach länger schlagen sollen, aber alles gut. Was man echt zu dem Pinsel sagen muss, also ganz, ganz soft hält, wie ihr das auch seht, der hält super den Schaum. Ich könnte mich noch 10-mal rasieren und liegt toll in der Hand, also ein tolles Teil. So, aber was ich auch auf alle Fälle machen muss, was mir gerade so durch den Kopf schießt, ich habe hier links von mir so eine Blechdose, das ist so eine ProRaso-Blechdose mit Proben drin, die ist vielleicht so 15 cm hoch und weiß ich nicht, 30x30 cm im Format und da liegen gespürte 100 Dinger drin, also in den nächsten Videos, die kommen werden, da werden viele, viele Proben kommen, dass die alle mal gewürdigt werden, nur als Info zwischendurch. So. Einmal komplett gegen den Strich, das ist jetzt die Königsdisziplin. Wenn hier nichts blutet und nichts reißt, dann ist sowohl die Klinge scharf, als auch, dann ist es ein guter Rasierer und gute Produkte. Ganz toll. Einmal die Konturen angucken. So, die Seite Hammer, andere Seite. Oh, aber hier, da sind wir wirklich im Minimalbereich, seht ihr das? Das sind so zwei, drei kleine Spots. Wenn es gleich mit kaltem Wasser abgespült wird, ist das alles weg.
Sehr gut. So, wir haben es geschafft. Wie sehe ich aus? Also wirklich, die Haut fühlt sich absolut brillant an. Also ich habe immer noch, also man muss auch sagen, Öl ist halt der Hammer. Gell? Also hier ist jetzt noch ein bisschen feucht, hier ist kein Haar. Also diesen Bartschatten habe ich immer. Da ist kein Haar mehr drauf. Die Haut ist total feucht und glitschig, auch wegen dem Öl. Eine super Schutzschicht drauf. Die Creme ist toll. Wenn ich das jetzt mit kaltem Wasser abspüle, fühle ich mich absolut super am Kopf. Schaut mal. Da ist doch nichts rot oder kein Bäckelchen. Top. Also einmal eiskaltes Wasser ins Gesicht. Jetzt muss ich mal kurz meine Uhr wegmachen. So. Ich bin ja wirklich, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, ich bin hier entglatt. Also end wie Ende. So, ich schmier mir immer die Creme in die Ohren, deswegen einmal Ohren sauber machen. So, ich fühle mich toll. Ich bin glatt rasiert. Tolle Sachen. So, jetzt aber zum Abschluss. Hier ist Bikeman Aftershave Lotion, ist das Rasierwasser. So. Das war wieder zu viel. Naja. Boah, das riecht toll. Was gerade wirklich interessant ist, es brennt nicht. So, wir haben es geschafft, das sind alle Produkte. Also, leichte Rötung, vielleicht Minimalbereich. Nach dem Aftershave kein Brennen, riecht toll, fühlt sich toll an. So, wir gehen wie immer alle Produkte durch, dann haben wir es geschafft. Was haben wir denn für einen Rasierer gehabt? Habe ich jetzt schon 13 Mal von gesprochen. The King C Gillette, den gibt es in jedem Supermarkt. Steht auch vorne, stehen die Initiale drauf. Ist ein geschlossener Kamm, liegt super in der Hand. Das ist ein bisschen schwerer. Hier sind so Rillen drin, aber nur im vorderen Bereich, also hinten nicht. Aber liegt wirklich schön schwer, schön ausbalanciert. Also tolles Teil für 10, 15 Euro mit noch ein paar Klingen dabei. Wenn ihr Bock habt, testet es mal. Ist bestimmt ein tolles Ding. Was habe ich denn da noch gehabt? Hier kannst du noch dreimal rasieren. Der King C Gillette. Mir fällt gerade nicht der Name nicht ein, aber guckt einfach mal bei Paul H. oder bei irgendwo. Falls ihr den wollt, wo man den kaufen kann, wirklich ein tolles Teil. Also ein synthetischer Pinsel, schön dick, hält super Schaum. Tolles Teil. Was ich schon gesagt hatte, hier mein Erbetitel. Naja, das ist halt eine Tasse mit einem Knauf dran. Da könnte man auch wirklich eine normale Tasse nehmen. Das Ding hier hat oben ein bisschen eine breitere Öffnung. Man kann den Pinsel gut reinstellen. Das passt hier oftmals genau in diese Kante rein. Ansonsten aber da bin ich relativ emotionslos. Da kann man auch jede andere Tasse nehmen. Das hatten wir unten drunter von Balea Man, das Rasieröl. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ob es das noch gibt. Wenn es das noch gibt, schaut mal, wenn ihr es wollt. Wenn nicht, vielleicht gibt es eine Alternative. Ist wirklich schon ein paar Tage alt. So fast vor meiner Anfangs-YouTube-Rasiervideo-Zeit. Aber für mich geht da nichts kaputt. Also, oder wenn ich merke, das ist seltsam, dann schmeiße ich es fort. Aber solange behalte ich es, sondern es geht gut. Ein tolles Öl. Also hat mir unten drunter meine Haut, ihr müsstet die mal anfassen. Die ist, hört ihr das? Die ist so ganz feucht und ganz so reich an, ja, an Feuchtigkeit. Also fühle mich ganz kühl und ganz toll auf der Haut an. Ist bestimmt auch das Öl dran beteiligt. Also tolles Zeug. Das hatte ich. Hier Capo Rasiercreme Classic. Da, Classic. Riecht ganz zart. Wie gesagt, riecht. Ich habe es langsam rausgefunden, mit was ich das assoziiere. Das riecht so ein bisschen nach Sonnencreme. Für mich nach Sonnencreme ist ein ganz leichter, softer Duft, riecht ganz toll. Hier wird man halt nicht an die Creme rankommen, aber falls irgendeinem sowas mal in die Finger fällt, kann man es verwenden. Oder falls die wirklich aus Ägypten kommen sollte, falls er mal, weiß ich auch nicht wo, vielleicht in Kairo oder bei den Pyramiden rumlauft und ihr kommt in den Supermarkt und wollt sowas haben, wenn es überhaupt daherkommt, könnt ihr zweifellos sowas mitnehmen. So. Was gibt es denn sonst noch? Hier von Spike Man habe ich gerade drauf gemacht. Spike finde ich toll.
Also auch das hier, ich finde auch die Rasierseife toll, die Rasiercreme finde ich toll, ich finde auch den Stick toll, also Spike hier, diese Rasierdinge sind für mich toll, das Aftershave, also Rasierwasser ist auch toll. Was hatte ich noch gehabt? Hier diese Astor-Klinge. Ich weiß, wenn ich ganz ehrlich bin, gar nicht, wie die großen Packungen davon aussehen. Also die 10er oder 5er Packung oder die 100er Packung. Aber es ist auch eine tolle Klinge. Vielleicht ist die auch made in Egypt, aber ich kann es nicht sagen. Es ist eine tolle Klinge. Die hat sich ganz soft angefühlt. Die hat zwar nicht so einen ganz harten Schnitt gehabt nach dem Motto, wie jetzt irgendeine Feather-Klinge oder so, aber das war so, die geht so für mich gespürt so in die Richtung von diesen Gillette Narset, die ich ja wirklich sehr gut finde. Also das ist für mich auch ein schöner Schnitt, meine ist aber nicht zu viel, also die ist für mich ein tolles Ding. Also die könnte ich auch so als Daily Driver immer mal nehmen, also zumindest auch hier in der Kombination mit dem Kingsea Gillette. Gut, nur weil es hier auch gerade hinpasst, das wurde ich ja auch mal gefragt, hier, was für Klingen sind denn toll und was für Hobel sind denn toll oder gibt es da denn überhaupt Unterschiede? Da hat mir mal irgendeiner geschrieben, ich weiß gar nicht, was für ein Vergleich gezogen wurde, naja, irgendein Rasierer, zum Beispiel der Müller 89 und der hier, der Kingsea Gillette und der Gillette Heritage, die hätten doch alle denselben Kopf und die müssen sich doch alle gleich anfühlen. Und Rasierklingen sind doch auch alles dieselben. Das ist ein Stück Metall, wo rechts und links scharf ist, wo ich denn da überhaupt einen Unterschied merken würde. Ja, probiert's mal aus. Also ich merke da einen Unterschied. Ich habe da halt verschiedene Faktoren. Einerseits, ich glaube, alle Klingen sind nicht gleich. Die haben nicht alle dasselbe Metall, nicht alle dieselbe Dicke, nicht alle denselben Schliff. Ich glaube, die Rasierer, auch wenn die erstmal gleich aussehen, die müssen aber nicht alle gleich sein. Also sogar wenn der Kopf ähnlich ist, muss er nicht gleich sein. Und in Kombination mit einer anderen Klinge, noch mit einem anderen Hauttyp, ich weiß nicht, das ist ja kein Rätsel, dass jeder einen anderen Hauttyp hat, eine andere Tagesform. Also bei mir ist wirklich, ich kann da wirklich große Unterschiede feststellen. Ich habe da für mich auch schon rauskristallisiert, was für mich gut ist. Das muss man mal testen. Aber ich für mich tue empfinden, dass es nicht alles das Gleiche. Und wenn das für jemand gleich ist, doch schön. Der kauft sich einen Rasierer und irgendeine tausende Packung Klingen und ist bis ans Lebensende versorgt. Alles gut. Gut, das sollte mal zur Diversität der Rasurprodukte gesagt werden oder wollte ich mal. Aber jetzt haben wir es wirklich geschafft. So, das war mal ein Video seit langem, zwei, drei Monate habe ich mal kurz eine Pause gemacht. Jetzt versuche ich wieder öfter Videos zu bringen, weil ich schon wieder Lust drauf habe. Versuche mal wieder viele Proben durchzubringen, mal gucken, was ich habe. Mal schauen, ob ich das immer sonntags hinkriege, dass ich ein Video bringe, aber das steht zumindest auf der Agenda. So, das soll es gewesen sein. Bei uns hier in der Nähe von Frankfurt scheint draußen die Sonne. Wir werden ein bisschen rausgehen, werden ein bisschen Luft schnappern, werden ein bisschen rumlaufen und werden einfach einen guten Tag haben. Ich wünsche euch allen auch einen guten Tag, eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen, tut, was euch gut tut. Bleibt gesund, werdet gesund. Ich wünsche euch alles Gute. Habt immer eine gute Rasur und macht's gut. Ciao.